Ja, wir sind im Grunde fertig, also müssen noch das hier, können Sie mal markieren. Das hier fehlt noch. Der Teleporter, aber ich glaube, der wird uns ohnehin nur nach draußen bringen. Ja, jetzt holen wir den erstmal wieder, den guten Ilor. Zack. Oh. Ja, es will einfach. So. Spinne ich? Funktioniert. Okay. Denn wir haben ein Schlüsselchen bekommen, das ich hoffentlich mitgenommen habe. Ja, der Roundkey. Die ist alle. Sie hat hoffentlich noch eine. Jo. Gute Fifin. So, er hat 200 Hitpoints. Er nicht. Die hinteren vielleicht wieder mal. Nein, wir geben es wieder dem vorderen. So, jetzt haben wir hier einen Tome of Fire. Sehr gut. Oh, das könnte direkt er zu sich nehmen. Dann hat er hoffentlich mal ein bisschen Resist. Fire, das müsste im Grunde genommen. Ja, genau, die Stärke wirkt sich direkt auch hierauf aus, weil ich jetzt hier eine Faustwaffe habe. Tome of Fire. The cover of this book feels as hot as embers. Chants and fire rituals are written on the pages. Ja, nehmen wir direkt. Resist Fire plus 20. Das braucht nämlich eher ganz bestimmt als Troll. Und dann haben wir noch das Tome of Health. Health plus 25. Thick Tome that thoroughly describes the diet and exercises of the Hermits of Basabua. Wer soll das jetzt bekommen? Also der hat schon über 200. Das ist im Grunde ausreichend, hoffe ich. Soll er das bekommen? Ja, aber er kann es irgendwie nicht ganz nehmen, wenn er tot ist. Deswegen werden wir mal schauen. Mal schauen. Gut, damit sind wir mit diesem Mistding auch wieder fertig. Und ja. Schätze geborgen. Wir begeben uns jetzt aber tatsächlich zum Strand. Da gibt es aber leider auch nur die nächste Höhle zu begutachten. Aber gut. Es wird. Oh Mann. Es wird hoffentlich nicht ganz so übel wie dieser Bereich hier. Das war nämlich, denke ich mal, schon eine ganz üble Nummer. Da haben wir den Stab. Was konnte der nochmal? Das war einfach nur ein. Ah, es war Poison Shield. Genau. Weil wir es eh tragen können und relativ kräftig sind, nehmen wir den einfach mal mit. Den nehmen wir mit. Und jetzt lassen wir diesen Müllbereich. Naja, Müllbereich. Es ist halt ziemlich knackig gewesen hier. Gehen wir mal wieder weiter. Vielleicht wäre es sogar sinnvoller gewesen, zuerst die Region mit dem. Ja. Nehmen wir die mit, genau. Mit dem Strand hier zu absolvieren. Der hat immer noch was. Genau. Oh, er hat Feather. Okay, das gibt 5 Kilo extra, aber Strength minus 10 ist halt. Ist halt hart. Egal, das wird sich mit der Zeit eh in Luft auflösen. Da waren wir gewesen. Hier haben wir alles abgeklappert. Genau, da haben wir die. Da haben wir die Punkte gehabt. Hier, dort und dort war was. Und da haben wir einen Schalter gesehen. Den habe ich auch schon ein bisschen. Alles hier so ein bisschen aufgehübscht. Wie schon erwähnt, in dem Bereich hier hinten, dieser Zwischengang, da wo nur dieser kleine Eingang war vom Twig Root Forest aus. Zweiglinghain. Ist hier noch irgendwas? Oder nicht? Sieht nicht so aus. Gut. Ja, also was jetzt auf dem Plan steht, ist, wir kommen hier offensichtlich nicht durch. Und hierfür müssen wir ja quasi unter Tage. Da haben wir bereits hiermit den Weg hier unten geöffnet. Und ich überlege. Richtig, ich würde sagen, wir machen zuerst mal die hier.
Das wird nämlich dann für später ein kleines Puzzle öffnen und das ist, oder ein, ja, einen kleinen Zugang, das werde ich ja dann erwähnen. Jetzt machen wir das zuallererst. Also ein kleines Geschwindigkeitspuzzle, da gibt es dann auch irgendwo eine, ja, irgendwas mit, irgendwie eine steife Brise, irgendwie sowas, habe ich dann als Hinweis gegeben, um das jetzt zu, richtig, zu erklären oder hier einen Hinweis zu geben. Jo, du musst hier schnell sein. Und das machen wir jetzt einfach mal. Oder wir versuchen es. Gut. Und hier haben wir ein Kurzschwert. Kurzschwert ist auch wieder eine Fechtwaffe. Richtig, man sieht es rechts oben. Protection geht hoch, obwohl ich eine Waffe trage. Und die Evasion geht um 18 Punkte, glaube ich, hoch. Ja, 18 Punkte und um 5 Punkte geht die, also mit einem halben Level geht die Protection hoch. An den Werten ändert sich sonst nichts. Ja, aber das ist eben die auch hier sehr, sehr genau und Critical sind nicht so toll. Also die kämpfen quasi mit den. Das ist einfach, es ist einfach der Fechtwaffe. Punkt. Ja. Jetzt gucken wir, was das kann, indem wir es einem geben, der Fechten ein bisschen beherrscht. Ach, Dodging kann aber, glaube ich, eher. Keiner kann Dodging. Okay. Stab. Stab ist im Grunde genommen einfach nur ein schneller Piker. Mit dem Kurzschwert. A shorter version of the longsword, while not as deadly, the reduced weight of the sword makes hasty attacks slightly easier. Also im Grunde genommen die kürzere Version des Langschwerts und weil es weniger Schaden macht, ist sie dafür aber ein bisschen ja, behender und man ist agiler damit. Und wie gesagt, durch den Stab kann man schnell zustechen. Ja, wir haben uns ja gegen den Zweihänder entschieden. Im Grunde genommen können wir den auch mal weglegen. Gut, dann hoffe ich, dass wir das geöffnet haben. Wir haben. Denn der nächste Schritt geht natürlich so rum. Würde man außen rum gehen, würde das einfach nicht reichen von der Zeit her. So. Ja. Und das funktioniert auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Vitality. Komm. Kriegen wir Trefferpunkte. Ach, ein Tome of Health wollten wir ihm auch geben. So, das heißt, er hat ja 173 Trefferpunkte. Das heißt, der kommt jetzt auch langsam an ihn heran. Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Was war das? Sterol, ne? Consumption Lightens Weight, genau. In der Hoffnung, dass er sich jetzt wieder bewegen kann, sonst wird's. Ja, er kann. So. Dann wollen wir mal schnell nach da drüben eilen. Ja, und das hat funktioniert. Scroll of the Wind Fist, die haben wir auch schon mal gefunden. Mehr gibt es hier offenbar nicht. So, und damit haben wir jetzt eine Kleinigkeit geöffnet. Man sieht es vielleicht schon da hinten in der Ferne. Da können wir einen Meter rangehen. Na gut, dann verschwimmt es. Kriegen wir das klein? Wir kriegen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall da hinten am Horizont eine erleuchtete Stelle. Und das ist ein Teleporter, den wir dann von, sobald wir hier durchgekommen sind, von der anderen Seite hier öffnen können, weil dort eine Geheimtür in der Mauer aufgegangen ist. Aber momentan. Okay. Fliegende Ratten sind erschienen. Na komm. Keiner hat Lust. Was mache ich jetzt für einen Quatsch? So. Kümmern wir uns erst um die fliegenden Viecher hier. Was war das? Venom Dart. Okay. Ach, da haben wir wahrscheinlich mal gegen die Sarktons gekämpft und einen von denen liegen lassen oder so. Sind dran vorbeigedappt. Halt, warte mal. Ja, Horned Fruits. Na, leider, wie gesagt, keine Insekten, die davon profitieren könnten. Ah, da hinten ist noch einer. Ja. Und Elor gained a level. Warum auch nicht? Ja, was wollten wir dem geben? Wollten wir dem Earth Magic geben? Dann kriegt er noch mehr Protection. Rüstung.
könnten wir Spaß haben machen. Also die beiden sind wie gesagt durch. Ja, ist bei 66. Komm, geben wir dem einfach Protection. Zack. Jetzt kriegt er 12 Protection zusätzlich. Wegen Erdmagie in der Erde. Solide. Auch man kennt es von My The Magic, die wie heißt es noch gleich? Irgendwie Steinhaut oder Eichenhaut, irgendwie sowas. Rusty Flintlock brauchen wir ganz sicher nicht. So, das ist geklärt. Das heißt, der Weg ist immer noch versperrt und damit speichern wir und begeben uns hinab. Deswegen könnte ich mal auch wieder zurück in den Urzustand versetzen. Jetzt haben wir wieder mehr Stärke, machen mehr Schaden. Richtig? Ja und nein. Ich sehe gerade, eskaliert mit Willpower. Wir haben kaum Willpower. Ja, wir haben, ja gut, 6 Punkte Willpower mehr. Das macht 71 Schaden, das Ding. Warum? Warum macht das so viel Schaden? Stärke 21. Okay, es ist also keine. Ach, natürlich. War ich ein bisschen dumm. Der Schaden wird ja verdoppelt, weil es eine leichte Waffe ist. Das ist eine leichte Waffe. Das ist aber auch eine leichte Waffe. 37. Wir haben 18 plus Dexterity. Ah, gut, sie ist schnell. 18 plus Stärke sind dann 21. Kommt vielleicht noch drauf. 18. Also bei... das kommt aber auch nicht hin. Oder wenn der verdoppelt wird, sind wir bei 36. Moment mal. Increases damage of light weapons by 20% for each skill point. Das heißt, um 100%. Das heißt, der muss eigentlich... macht der doppelt so viel Schaden, oder nicht? 12 bis 37. 6 bis 18. Das heißt, wir sind bei 36, wenn es verdoppelt wird. Eskaliert mit Dexterity. Oh Mann. Das Ding skaliert mit Dexterity, natürlich. Und jetzt haben wir natürlich einen riesen Unterschied hier. Wir brauchen unbedingt eine bessere Fist Weapon, also eine Faustwaffe. Ganz logisch. Oh, das ist natürlich wieder hirnverbrannt. Jetzt schauen wir mal, bei ihr haben wir gemerkt, das ist ein... sie kann sowieso nicht benutzen, deswegen wahrscheinlich, ne? Ist uns ein bisschen zu krass. Das ist auch ein Schwert, können wir leider nicht verwenden. Gut. Ja, aber auch hier sieht man wieder, ja, ist halt eine Standardwaffe. Gut, das heißt, wir fahren mit dieser Kombination besser und das hier ist eigentlich für den Schaden zuständig. Da hätten wir eigentlich auch das kleine Rundschildchen behalten können. Ja, man sieht schon, der Schaden geht auf 71 runter, wenn ich ein Schild trage. Auf 4. Nee. Jetzt, genau, jetzt wird nicht mehr gedual-wielded, sondern jetzt ist er, also kämpfe ich ja mit zwei Waffen, sondern mit einer. Das heißt, er kriegt den vollen Schaden, also die vollen 71. Das heißt, dann wird einfach die 33 verdoppelt, macht 66, weil es leichte Waffen hat. Und dann kommen noch 5 drauf. 5 drauf, Moment, 5, das heißt 66 und 5 sind die 71, genau. Wir bekommen einen Punkt Willenskraft dazu, also 5 extra. Ja, aber das brauchen wir auf jeden Fall für die Stärke, dass wir den Schaden... Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Also ohne Faustwaffe ist der, würde ich sagen, einfach stärker, aber er ist langsamer. Der ist langsamer. Aber wenn das der... dann können wir eigentlich auch sagen, wir haben ein schnelles Set mit den beiden. Und ein... Jetzt machen wir bis 44 Schaden. Allein macht das Ding 37. Da können wir schnell zuschlagen. So haben wir dann 2x 44 plus Feuerschaden. Gut. Frage, was tun? Ja, vielleicht ist das sogar wirklich die bessere Variante. Heavy Claw gibt uns mehr Evasion und weniger Dings. Ja, das ist uninteressant. Das können wir ihm auch wieder zurückgeben, die Blowpipes. Die könnten wir spaßhalber so gleich mal anwenden. Jetzt nochmal schauen, was haben wir an Poison. Nehmen wir einfach mal Poison
Arrows. Der wird mal momentan gebunkert. Der kommt wieder da rein. Ja, und dann bei der nächsten Gelegenheit werden wir einfach mal ein Tränkchen zu uns nehmen. Und jetzt seilen wir uns mal hier hinab. Mit der Leiter geht es wieder nach oben. Wir testen. Gut, es funktioniert. Wir lassen es wieder hinab. Ja, ich habe einfach gedacht, es wäre mal eine andere Art und Weise als einfach nur ein Teleporter oder... Okay, Kundschaft. Boah, da noch so ein Mistvieh. So, das müsste aber die einfachste Variante sein, genau. Jetzt aber, komm. Die können wir natürlich aufladen. Das sieht man natürlich nicht sonderlich viel. Aber jetzt hat zumindest mal... Na, was ist? Ja, kann sich nicht entscheiden. Ja. Wunderbar daneben. Und er ist weg. Und hinterlässt eine weitere Potion. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und Horned Leaves, das kommt zu ihr. Was kann das? Increases the consumer's reflexes used to treat intoxication effects. Okay, also wenn wir wieder betrunken sind, können wir das benutzen. Und wir können damit die Ausdauer erhöhen.